Hallo und herzlich willkommen zum sportlichen Teil der Sendung. Diese Fotos vom Spiel gegen den VfB Stuttgart verdeutlichen für mich das neue Selbstbewusstsein unter Interimscoach André Schubert. Frei, mutig und losgelöst. Zwei Siege aus zwei Spielen. Am Samstag in Stuttgart sorgten Chaka, Christian Genter per Eigentor und Raphael für den 1:3-Sieg. Es wäre sehr einfach zu sagen, dass das wiedererlangte Können der Borussen nur am neuen Trainer liegt. Auf den ersten Blick scheint es aber auch ein wenig so. Unter Favre konnten die Fohlen in dieser Saison keinen einzigen Punkt einholen. Kaum hatte Favre seinen Posten freiwillig geräumt und Schubert für ihn übernommen, läuft's auf einmal wieder. Man darf aber nicht vergessen, dass Schubert auch einen volleren Kader als Favre zur Verfügung steht. Die Verletzten Patrick Herrmann und Alvaro Dominguez sind wieder da, der zwischenzeitlich gelb-rot gesperrte Chaka auch. Eine Sache scheint Schubert aber wirklich drauf zu haben: er kann motivieren und Angst nehmen. Nach zwei Spielen eine Bilanz zu ziehen und Schubert zum Helden zu ernennen, erscheint mir allerdings noch etwas früh. Sportchef Max Eberl wird aktuell bei jedem seiner Auftritte danach gefragt, ob der Interimscoach nicht auch etwas für längerfristig wäre. Seine Antwort? Also absolute Aussagen im Fußball habe ich gelernt, das habe ich auch jetzt in 42 Jahren schon gelernt, das ist mal schwierig, aber wir gehen jetzt in diese Situation rein mit der klaren Aussage, dass André diese Lösung ist für die nächste Zeit. Es gibt keine konkreten Gespräche, es gibt einfach jetzt mal eine Strategie, die wir uns aufstellen, was zu tun ist, was jetzt abgearbeitet werden muss. Da gibt es auch sehr viele Listen, die jetzt abgearbeitet werden, da gibt es viele Informationen, die man sammelt und einholt. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass wir alle im Verein und in meiner Person auch natürlich da sehr, sehr viel arbeiten jetzt in der nächsten Zeit. Aber ich sag's schon mal gerade angedeutet, das wird kein Schnellschuss werden. Das wird kein Schuss werden, den wir sagen können, in einer Woche oder in drei Wochen oder in fünf Wochen, alle Voraussetzungen, wird irgendwas präsentiert werden. Wir werden versuchen und müssen versuchen, eine gute Lösung finden. Wir wollen als Verein eine strategische Lösung finden. Und wie die dann genau aussieht, ich weiß, ich werde jetzt an jedem Spieltag gefragt werden, damit werde ich rechnen, du musst rechnen. Deswegen die Standardantwort, die ich jetzt gegeben habe, wird so ein Stück weit ähnlich klingen. Am Mittwoch steht das Champions League Heimspiel gegen Manchester City an. Ob Borussia Mönchengladbach tatsächlich gegen diesen Top-Club bestehen kann, wird sich auf dem Rasen zeigen. Das Selbstvertrauen scheint aber wieder zurück zu sein. Jetzt noch einige weitere sportliche Meldungen vom Wochenende. Die Krefeld-Pinguine mussten am Sonntagnachmittag durch zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle mit einem Minikader beim ERC Ingolstadt ran. Mit 2:1 unterlagen sie den Panthern nur knapp. Weiter geht es für die Schwarz-Gelben am Freitag um 19.30 Uhr bei den Schwenninger Wild Wings. Sowohl der Gladbacher Hockeyclub als auch die Krefelder Hockeyherren haben am Wochenende Führungen aus der Hand gegeben. In Krefeld endete das Spiel trotz 3 Tore Vorsprung gegen den UHC Hamburg am Ende 4:4. Gegen den Harveste Huda THC gingen sie durch ein 1:2 gleich ganz leer aus. Der Gladbacher Hockeyclub führte im Spiel gegen die TG Heimfeld bis 9 Minuten vor Schluss mit 2 Toren. Am Ende stand allerdings 5:5 auf der Anzeigentafel. Der Handball-Drittligist TV Korschenbruch ist auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv geworden und hat Kreisläufer Antoine Bub verpflichtet. Der 19 Jahre alte US-Nationalspieler stand zuletzt beim französischen Viertligisten Bordeaux Bastide HBC unter Vertrag und unterschrieb beim TVK für 2 Jahre und ist ab dem 15. Oktober spielberechtigt. Das war's von mir und Sportkompakt. Bis nächsten Montag.